Herzlich willkommen zur heutigen Lunchtime-Lecture an der New Design University. Mein Name ist Christoph Wecht. Ich bin Studiengangsleiter für das Studium Management by Design an der NDU und freue mich heute, Sie als Moderator durch diese nächste Stunde begleiten zu dürfen. Im Studium Management by Design verknüpfen wir zwei Sphären, nämlich die gestalterische Designsphäre mit der Betriebswirtschaftslehre der BWL. Ein interdisziplinäres Bachelorstudium, das es seit 3 Jahren gibt, und seit 3 Jahren bin ich auch als Professor für Management an die NDU berufen. Bevor ich den heutigen Gast vorstelle, noch ein bisschen was zum Hintergrund und zur Organisation. Wir zeichnen diese Lunchtime-Lecture auf, wichtiger Hinweis, um auch nachher auf der Webseite sie zur Verfügung zu stellen. Also man kann sie durchaus auch nachhören. Wir werden im Anschluss an den Vortrag eine Frage- und Antwort-Diskussion machen in besonderer Form, nämlich dahingehend, dass Sie bitte Ihre Fragen in den Chat während des Vortrages in den Chat eintippen. Und ich werde dann im Anschluss auf diese Fragen eingehen und dadurch durch die Moderation, also durch die Diskussion führen. Also bitte alle Fragen, die aufkommen, in den Chat tippen. Heute zu Gast ist die Frau Professorin an der Akademie der Bildenden Künste, Elisabeth von Samsonow. Sie ist Künstlerin, Philosophin, in vielen Bereichen unterwegs. Es würde zu weit führen, alles aufzuzählen, was sie macht. Sie ist durchaus bekannt, auch, sage ich mal, aus Funk und Fernsehen, wie man sagt, aber auch in sonstigen Medien häufig vertreten. Sie hält die Professur für philosophische und historische Anthropologie der Kunst. Beschäftigt sich mit verschiedenen Themen, unter anderem mit der Theorie und Geschichte des Frauenbildes. Und ich möchte nur einen aktuellen Hinweis geben, der darauf auch Bezug nimmt. Momentan ist in dem Naturhistorischen Museum eine Ausstellung von ihr zu sehen, und zwar im Eiszeitgang. Und die Ausstellung heißt Löss, eine Frau in der Landschaft. Also nutzen Sie die Chance jetzt nach der Krise, die Museen sind wieder geöffnet, nutzen Sie die Chance, schauen Sie sich eine aktuelle Ausstellung von Frau von Samsonow an, Löss, eine Frau in der Landschaft im Naturhistorischen Museum. Heute wird das Thema ein spannendes sein, und zwar Kunst und Design, eine Hassliebe. Also wie hängen diese zwei Sphären zusammen, ja, die gestalterische Sphäre und die der Kunst? Ich freue mich auf Ihren Vortrag, Frau von Samsonow. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin von Ihnen, lieber Herr Kollege Wecht. Ich freue mich sehr. Ich habe ja auch eine Verbindung mit dieser Schule und insbesondere mit ihrer Klasse, weil meine Tochter in St. Pölten an der New Design Universität studiert. Deswegen verfolge ich auch, was da vor sich geht und was auch die Studiengänge so an neuen Horizonten versuchen zu erobern. Und ich denke mir, dass mein Thema, das ich da gewählt habe, einerseits sehr viel zu tun hat mit meinem eigenen Fach, das ich lehre an der Akademie, andererseits auch mit dem, was Sie wahrscheinlich umtreibt, oder ich hoffe jedenfalls, dass ich da einen Nerv bei Ihnen erwische mit meinem Thema, wie beziehen sich denn nun Kunst und Design aufeinander, was ist das für ein Verhältnis? Ich habe es jetzt mal eine Hassliebe genannt und ich hoffe natürlich sehr, dass das Ihnen jetzt nicht auf den Magen schlägt, weil es wird jetzt eben eine Lunchtime-Lecture sein. Das ist ein sehr schönes Format, historisch verankert, dann eigentlich auch ein bisschen aus der Mode gekommen, bis es jetzt wieder so eingeführt wurde unter diesem neuen Titel. Früher war es so, dass die Benediktiner ihren Mönchen, während sie aßen, mittags von der Kanzel herunter fromme Texte vortragen ließen und kluge Reden gaben in dieser Idee, dass eben der Mensch mehrfache Orte der Gefräßigkeit hat, eben nicht nur den Magen, sondern auch den Kopf. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob Sie essen, ich sehe Sie ja zum großen Teil nicht, aber es wäre eine gute Idee. Und während Sie essen, rede ich zu Ihnen, eine Lunchtime-Lecture, und ich versuche nun, Sie so bekömmlich zu machen, wie es nur irgendwie geht.
Das heißt, dem Namen und dem Titel dieser Lecture-Serie alle Ehre zu machen. Also nun, ich hatte gesagt, ich würde mich beschäftigen mit dem Verhältnis zwischen Kunst und Design. Und zu diesem Zweck muss ich ein bisschen ausholen historisch. Das heißt, ich muss, um das zu erläutern, was ich da nun mal so hypothetisch als Hassliebe bezeichnet habe, die Spezifizitäten dieser beiden Felder mal versuchen in den Blick zu nehmen, um dann eigentlich sehen zu können, also was ist jetzt mit dieser Hassliebe? Hassliebe ist ja ein psychologischer Begriff, also ein Begriff, der Ambivalenzen thematisiert, also Zuneigungen und Abstoßungen, also die gleichzeitig mehr oder weniger stattfinden. Und ich denke mir schon, dass das Thema nicht so schlecht gewählt ist oder dieser Begriff ist nicht so schlecht gewählt für dieses Verhältnis zwischen Kunst und Design. Weil wie wir sehen werden oder wie ich versuche zu zeigen, ist es so, dass sie sich beide historisch andauernd aneinander annähern und dann aber auch wieder so ganz klare Trennungen zwischeneinander setzen. Und das hat einen Sinn. Und diesen Sinn versuche ich jetzt mal auszuloten. Also, ich fange jetzt mal an, diese Unterschiede in diesen beiden, wie ich sie mal nennen würde, Disziplinen, Verfahren oder Produktionstypen Design und Kunst zu erfassen, indem ich mich zunächst mit Kunst beschäftige und dann mit Design. Also, dass man nochmal eigentlich diese Felder in einer profilierten Form in den Blick bekommt, um nachher zu sehen, also wie sind die denn schon verschränkt und wo sind sie ganz dramatisch unterschieden und bleiben auch unterschieden. Das ist jetzt eigentlich meine These, wobei sie sich natürlich dann auch bereichern können. Darüber rede ich dann ganz zum Schluss. Also jetzt erstmal die Kunst dran. Also die Kunst ist so alt wie die menschliche Welt. Also die Kunst ist nicht irgendwann entstanden, sondern die Kunst ist sofort, wie jeder sehen kann. Professor Wecht hat ja gerade auf meine Ausstellung hingewiesen im Naturhistorischen Museum. Da hatte ich jetzt also Gelegenheit, mich mehrfach aufzuhalten. Und da sieht man, dass die Menschen sich immer schmücken, selber ihre Kleider schmücken, dass sie kleine Kunstwerke machen, dass sie die Mammutknochen verzieren, dass sie etwas Künstlerisches tun. Also nicht wahr? Also Mensch sein und Kunst machen, das gehört zusammen. Und diese Kunst, welche Funktion wird die nun haben? Also sie hat eine Verbindung zu dem, was Menschen über sich denken. Also wie empfinden sie sich in der Welt? Welches Selbstverständnis haben sie in der Gruppe? Welches Selbstverständnis haben sie gegenüber ihrer Geschichte? Da spielt die Plastik eine ganz große Rolle oder überhaupt die Produktion von Bildern. Also die Menschen sind solche Tiere, die mit Zeichen hantieren und ein großer Teil dieser Zeichen sind künstlerischer Natur. Das heißt, sie sind erfunden. Sie kommen in der Natur nicht vor. Sie sind wirklich menschlich und sie sind erfunden. Es zeigt sich dann auch, dass es relativ bald, vielleicht ist das auch nur so eine anthropologische Idee, eine ganz innige Verschränkung gibt zwischen Kunst und Religion. Das heißt, dass wir sogar als Religion oder Kult bezeichnen, muss ja nicht die Hochreligion sein, muss ja nicht der Monotheismus sein, oder müssen nicht die Monotheismen sein, bedienen sich der Kunst als ihr Vehikel. Also man denke zum Beispiel an die Kultstatuen oder an magische Objekte aller Art, also ganz egal, wie die es aussehen. Also es gibt da jetzt eine ganz, ganz lange Geschichte, die sehr, sehr eindrucksvoll ist und ungebrochen läuft bis in die Gegenwart. Und man sieht immer wieder, also wie denn auch nun versucht wird, diese Kunst zu verstehen. Also was ist das? Also wozu brauchen wir das? Wieso ist das wichtig? Ist es unwichtig? Also jetzt auch bei Corona konnte man jetzt sagen, naja gut, also wenn es jetzt einen wirtschaftlichen Einbruch gibt, wenn es jetzt so eine veränderte Welt gibt, braucht man dann eigentlich Kunst. Also Kunst braucht man eigentlich nicht zum Leben, man braucht was zu essen und man braucht was zu wohnen, aber Kunst braucht man eigentlich nicht. Aber es zeigt sich eigentlich doch, dass also zu dieser Form des in der Weltseins von Menschen, also bis in die Moderne, bis in die Nachmoderne, in der wir uns befinden, die Kunst so etwas ist wie eine unabgeschlossene Bewegung,
der Sinnproduktion und der Sinn und des Sinn, gleichzeitigen Sinnabzugs. Also es ist nicht so, dass die Kunst einfach nur Bedeutung stiftet, sondern sie zerstört auch Bedeutungen. Also dort, wo zu viele Bedeutungen sind, werden die dann wieder abgebaut. Das sieht man sehr, sehr gut in der zeitgenössischen Kunst. Ich möchte noch ganz kurz was zu Kunstphilosophie sagen, weil da gibt es ein paar sehr schöne Formeln, die eindrucksvoll sind und auch sehr gut diesen Raum einer künstlerischen Praxis beschreiben. Also ich zitiere jetzt mal einen der wichtigsten Philosophen, der für das Verständnis, was Philosophie ist, Wesentliches geleistet hat. Das ist Immanuel Kant, dürfte Ihnen wahrscheinlich bekannt sein. Und dieser hat sich auch als Kunstphilosoph betätigt. Also die Kunstphilosophie ist in der Philosophie ein eigenes Genre, also ein eigenes, ich sag mal, Kapitel, nämlich die Ästhetik, die philosophische Ästhetik. Und da äußert sich nun Immanuel Kant folgendermaßen, er sagt, also der ästhetische Akt sei gekennzeichnet, also der Wahrnehmungs- oder Produktionsakt von Kunst sei gekennzeichnet dadurch, dass es sich um einen Akt des interessenlosen Wohlgefallens handelt. Also das heißt, ich unterstreiche jetzt mal diesen Begriff der Interesselosigkeit. Also was bedeutet das? Also kein Interesse zu verbinden. Das heißt jetzt nicht das, was wir da verstehen, nicht wahr? Ich sage mir, das interessiert mich nicht, das ist vollkommen uninteressant. Sondern Interesse zu haben in Bezug auf etwas heißt, ich verfolge damit etwas. Es ist mir ein Mittel zum Zweck. Ja, es ist nicht nur das, was es ist, sondern es ist mir ein Mittel zum Zweck. Das heißt, als Kunst kann ich so eine Art von Verzweckung eigentlich nicht machen. Also ich kann die Kunst nicht zu einem Umzu einsetzen. Ich kann die Kunst nicht irgendwelchen Nutzen unterwerfen. Ich kann eben nicht sehen, wozu sie noch gut ist, außer zu dem, was sie nun ist. Also dass sie eine solche Praxis des Bestimmens von Verhältnissen von Menschen in der Welt oder in ihren jeweiligen Welten repräsentiert. Also das heißt, die Kunst ist ohne Zweck. Da muss ich natürlich jetzt noch in Klammern sagen, naja, so ein paar kleine Zwecke gibt es natürlich schon. Also wenn ich gesagt habe, dass die Religion und die Kunst die längste Zeit miteinander verschränkt waren, hatte die Kunst natürlich so eine Form des Zweckes, nämlich des repräsentativen Zweckes. Das sieht man natürlich sehr gut in den Kirchen, nicht wahr? Die so die wichtigsten Kunstmuseen wahrscheinlich der Welt sind. Also wenn man jetzt an Venedig denkt. Also die Kunst hat dabei ihren Dienst geleistet, bestimmte Regime zu repräsentieren. Denken Sie zum Beispiel auch an den Monumental- oder Denkmalskult. Und denken Sie auch an diese Funktion, die also nach wie vor Kunst haben kann, auch in modernen Gesellschaften. Also, aber das ist natürlich jetzt nicht unbedingt so ein Zweck, dass man sagt, die Kunst ist nur dazu da, staatliche wie sagt man, Werte zu repräsentieren. Das ist sie nicht, sondern sie ist auch dazu da, die nicht zu repräsentieren oder die zum Beispiel zu kritisieren oder die zu konterkarieren. Das heißt, sie kann immer wieder diesen Raum, von dem aus sie sich regeneriert und von dem aus auch ihre Nutz- und Zwecklosigkeit zu definieren ist, für sich wieder aufsuchen und aktivieren. Ja, also das wäre jetzt so eine Skizze, die ich anzubieten hätte in Bezug auf die Kunst. Also wobei vielleicht wir auch festhalten können, dass es eben diese interessante Bewegung in der Kunst gibt, eben zwischen Kunst, Sinnstiftung und Sinnentzug. Also die Kunst, also gerade die zeitgenössische Kunst, haben Sie sicher auch schon mal so erlebt, ist auch eine Praxis der Unsinnproduktion. Ja, dass man sich wirklich an den Kopf greift und sagt, was ist denn das jetzt bitte? Ja, sind irgendwie dazu, dort wo zu viel Sinn ist, also wo ein Überschuss an Sinn ist, das heißt dort, wo eben nur Nutzen und Zweck herrschen, so etwas wie eine Art von Abfluss von Sinn zu erzeugen,
Weil, also dort, wo der Sinn sozusagen nicht bis an sein Ende durchgetaktet, durchgestaltet, durchnormiert, durchdiktiert ist, dort entsteht so etwas wie menschliche Freiheit. Ja, und da, also an diesem Punkt ist eben die Kunst tatsächlich eine wesentliche Praxis menschlicher Gesellschaft. Und das ist jetzt nun auch der Punkt, von wo aus zu sehen ist, wie sich diese Kunst eben konstelliert zum Design. Da will ich jetzt noch mal ein bisschen in die Designgeschichte ausholen. Das ist natürlich immer das Beste. Das ist also ein ganz gutes, brauchbares Verfahren. Also Problemstellungen zu erfassen, indem man die Elemente, die in ihnen aufscheinen, historisch verfolgt, also wie sie entstanden sind. Also alles hat eine Geschichte und alles hat so etwas wie eine Genese. Und diese Genese ist in diese Situation eingeschrieben und bleibt auch bestimmend in gewisser Weise für sie. Also so wie diese uralte Kunstproduktion in ihrem Sinn und Unsinn für die Kunst der Gegenwart in gewisser Weise definitiv bleibt, signifikant bleibt, ist die Designgeschichte für das Design wichtig. Nicht wahr? Das Design gibt es ja noch nicht so lange. Also dieser Begriff ist ja noch nicht so wahnsinnig lange in Verwendung. Und entstehen tut er auch erstmal, das erklärt dann auch, warum es ein englischer Begriff ist, den wir aber nicht mehr übersetzen. Es entsteht der Begriff in der englischsprachigen Welt, in der angelsächsischen Welt, also in einer Bewegung, die sehr stark wird im 19. Jahrhundert, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie dürften es ja auch alle wissen, ich denke, in the Basics of Composition in einem Designstudium. Also ich nenne jetzt einfach nur Morris und Ruskin und McIntosh oder die Arts and Crafts Bewegung, die reagiert schon auf die frühe Industrialisierung. Das heißt also auf eine Art von veränderten Produktionstyp, Produktionszusammenhang, weil da also tut sich etwas auf, was für das Design nach wie vor eine wichtige Spannung ist, nämlich die Beziehung zwischen Craft, also Handwerk, und Industrie. Also wie ist denn dieses Verhältnis zu denken? Also was wird da getan, was wird da gedacht, was wird da produziert? Man sieht auch erstmal, dass die Arts and Crafts Bewegung will eigentlich das Handwerk erstmal stärken. Ja, da geht es gar nicht darum, sozusagen das Handwerk so industrieförmig irgendwie so stromlinienförmig zuzurichten, sondern es geht darum, das Handwerk zu stärken, gute Materialien, gute Verarbeitungen, sehr schöne Formen, sehr, sehr gute, also Gebrauchseignung zu erzielen und so weiter. Also diese Bewegung ist außerordentlich wichtig. Da entsteht auch die Idee der Applied Art, also wie das jetzt ja auch im Museum für angewandte Kunst in Wien nochmal titelgebend wird. Also die angewandte Kunst, also das, was ich vorhin thematisiert hatte, war eben die freie Kunst und es gibt noch die angewandte Kunst, also die irgendeinem Zweck unterstellt wird oder ihm dient, wobei man aber sagen muss, und das will ich jetzt wirklich unterstreichen, also so weit bin ich jetzt auch nicht irgendwie nur auf der Seite der Kunstpartisanin, sondern ich sehe schon auch sehr gut, dass das Design, also gerade in der Arts- und Kraftbewegung, wesentliche Impulse gegeben hat für das, was wir dann später als moderne Kunst bezeichnen. Also zum Beispiel also diese Setzen auf grafische Abstraktion oder so etwas. Das kommt aus dieser Art von Geschichte. Trotzdem ist es so, das sieht man dann eigentlich in den 20er Jahren, wie es diese Geschichte weitergeht. Also da geht es dann weiter mit dem Bauhaus in Dessau und mit verschiedenen Gründungen. Denken Sie auch natürlich, das ist schon etwas früher, sehr, sehr aktiv, also um 1900, die Wiener Werkstätten. Also wie eng die nun auch mit den Künstlern arbeiten. Also fast alle großen Künstler des Landes Jäckel oder Debüt des Jäckel liefern fantastische Entwürfe für diese Designhütten und die sind außerordentlich erfolgreich auch in der Vermarktung. Dennoch ist es so, das kann man ganz gut sehen, also dass die industrielle Produktion
sozusagen in den modernen Kapitalismus des 20. Jahrhunderts allmählich, wenn man doch diese sehr handwerklich gestützte Idee einer ursprünglichen Verschränkung von Produktionsformen überholt. Das heißt, dass das Design also in dem Maße aufholt als Idee, in dem sich die industrielle Produktion auch in den Vordergrund spielt, sozusagen in den Produktionsformen moderner Zivilisationen. Das heißt, dass man heute, und das haben Sie sicher auch schon gesehen, dass man heute von Design in allen möglichen Hinsichten sprechen kann. Also man spricht nicht mehr nur von Produktdesign, sondern man kann Sozialdesign haben, man kann Wissenschaftsdesign haben. Es gibt jetzt auch ökologisches Design. Also die Idee, dass sozusagen alle Zusammenhänge, wie die Spezies untereinander sich kommunikativ verhalten und so weiter, welches Gleichgewicht angesteuert werden sollte und so weiter. Das ist alles mit Mitteln des Designs zu thematisieren. Also Design wird jetzt plötzlich so ein riesiger Begriff, der aber etwas enthält aus seiner Urszene, das tatsächlich unterschiedlich ist und Unterschiede aufweist zu dem, was die Kunst anpeilt, nämlich das Machen. Ja? Also im Design steckt dieser Begriff des Machens, also natürlich noch von der Crafts-Idee her, also von der Fabrikation und der, was Heidegger so nennen würde, Machenschaftlichkeit. Also ich nähere mich der Welt in eine Attitüde der Designerin. Das heißt, es gibt für mich nichts, was ich nicht einem Design Thinking mehr oder weniger unterwerfen kann. Und da sieht man, dass es nicht nur um das Machen geht, das im Vordergrund steht, sondern auch die Objektwelt steht im Vordergrund. Weil was ich designe, das sind Zusammenhänge, die ich aus meiner Warte sozusagen als Macherin jetzt objektiviere oder zu objektivieren versuche oder ihnen einen Objektstatus zuweise. Das ist jetzt nun ganz anders in der Kunst, weil die Kunst hat einen extremen Akzent auf der Subjektivität. Also da geht es weder nicht so stark um das Machen oder um das Zurichten oder um das Optimieren, sondern es geht anders um die Frage, wie ist mir denn und wie empfinde ich denn diese Welt und wie könnte ich denn einen Vorschlag zu einem Sein machen. Also das heißt, dass die Philosophie, nein, quasi die Kunst, also sozusagen subjektgesteuert, ist mit dem Akzent Seinsbewältigung und das Design ist sozusagen objektorientiert mit dem Akzent Weltergreifung oder Weltbewältigung, könnte man vielleicht sagen. Ja, das ist ein Unterschied. Also zwischen dieser Art von Science-Bewältigung und Objektifikation, könnte man sagen, aus dem Design. Also es sind sehr unterschiedliche Gesten, wie Sie sehen. Sie sind beide enorm wichtig und sie verschränken sich ja auch andauernd. Es gibt ja genügend Künstler, die dann plötzlich so in die Richtung des Designs schauen und plötzlich total eifersüchtig werden, weil ihre Werke keine Wasserhähne, keine Steckdosen, keine Griffe und keine Räder haben. Ja? Also denken Sie zum Beispiel an das Atelier van Lieshout, der also dysfunktionale Badezimmer also in öffentliche Monumente einbaut oder so. Weil das Badezimmer, das wäre eigentlich ein Designthema, nicht wahr? Aber das ist jetzt sozusagen in dieser Art von Verschiebung auch ein sehr, sehr interessanter, sag ich mal, parodierter Nutzen. Also die Kunst parodiert ganz oft sozusagen diese Objektfixiertheit des Designs. Und das Design interessiert sich sehr für die schönen Lösungen, die Kunst zu bieten hat. Also welche Art der Farbe ist gerade so total attraktiv? Welche Linie? Welches Dekorum? Ich weiß nicht was. Also da sehen Sie auch, dass sie beide extrem konvergieren, nicht wahr? Also weil sie auch keine ganz reinen Felder mehr bilden. Also wie Design zum Beispiel sehr große überlappende Zonen hat mit Fashion oder mit Wissenschaften. Ja?
hat die Kunst natürlich auch solche Overlapping Zones mit Fashion auf jeden Fall. Und also mit dem Produktdesign würde ich schon sagen, natürlich auch. Also es gibt so etwas wie Verschränkungen zwischen den beiden und Entschränkungen. Ihr seht aber ganz genau, hoffe ich jetzt nun doch, also kurz vor 12, wo jetzt da mein Punkt mit der Hassliebe war. Ja? Dass nämlich diese Akzente, die also die Kunst so sehr unterscheiden von dem Design, das Design von der Kunst, also einmal diese Subjektzentriertheit, auf der anderen Seite die Objektzentriertheit, dazu führt, dass zum Beispiel gesagt werden kann, naja, also ich will überhaupt kein solcher Mensch sein, der nur in Kategorien des Nutzens denkt. Ich will überhaupt kein solcher Mensch sein, der nur in den Kategorien oder Fragen denkt, zu was ist das gut? Funktioniert das? Lässt sich das so machen? Oder was kommt dabei raus oder so? Ja? Also das wäre der Horizont, in welchem das Design durchaus eingestellt bleibt. Und die Kunst versucht sich da sozusagen rauszuschaufeln oder dagegen auch zu verwehren. Sagt mir, meine Kunst ist so nichts gut. Was willst du? Und kannst du vielleicht nicht mal mehr verstehen. Ja? Also das heißt, und von der Designseite, die dann auf Kunst stand, sagt, naja, gut, also kann man ja eigentlich nichts damit anfangen. Oder also die Gesellschaft braucht ja das Design und sie braucht das Verständnis dieser Abläufe und sie braucht das Verständnis dieser Eingriffe und sie braucht das Verständnis dieser Programmierungen. Ja, und nicht einfach nur also da so Spinner, die unsinnige Operationen machen. Also ich würde jetzt mal sagen, das wären jetzt so meine Outlines. Ja, also das heißt, ihr seht, dass im Hintergrund dieser, wie sagt man, dieser Kontraposition, also Juxtaposition, Kontraposition, es gibt eben auch so etwas wie einen Kontrast zwischen diesen beiden Feldern. Also das ist ganz klar. Also meine Schule zum Beispiel ist eine reine Kunstschule. Wir haben überhaupt keinen Applied Art. Und die Design-Uni, sozusagen Design gewidmet und die Universität für angewandte Kunst, gibt es übrigens auch in Wien, ist irgendwie anders gestrickt oder zumindest von seiner Stiftungsurkunde anders gestrickt und da gibt es irgendwie auch eine geradezu lächerliche Form der sozusagen Dauerkonkurrenz zwischen der Angewandten und der Bildenden, also die sich sozusagen diesem historischen also diesen historischen Widmungen verdankt. Also ich setze sehr darauf, dass das Design sich sozusagen auch immer wieder, wie soll ich sagen, reartikuliert, inspiriert von der Kunst. Das heißt, das kann sie in dem Moment tun, in dem sie so diesen freien Raum, also diesen regenerativen Raum, wo Sinn umgeschaufelt wird, abgezogen und neu hergestellt, auch besucht. Nicht wahr? Dass ja die Designgeste sich sozusagen auch über diese Art von, Evakuation und Neudenken inspirieren lässt. Das wäre eine sehr, sehr gute Idee. Und dass das Design auch es reflektiert, diese Tendenz, dass es sozusagen solche Form, also wie sagt man, spätkapitalistischer Machenschaftlichkeit restlos zugeschlagen wird, sodass wir am Ende sozusagen vom Design-Baby bis zur Design-Küche, von Design-Gesellschaft bis zu Design irgendwas so eine Art von 1984 haben, so eine Orwellsche Welt, in dem es nichts mehr gibt, das nicht also durch eine Maschinerie des Designwerdens gegangen ist. Also dass das Design sozusagen als Move das reflektiert und immer wieder auch, Subjektivität hineinschaufelt. Also ausreichend Subjektivität sozusagen in diese objektfixierte
Form des Tuns, wobei ich natürlich auch weiß, dass das jetzt nicht mehr alles ist, weil es gibt ja eben auch, also Sie beschäftigen sich ja auch gerade auch in Ihrer Schule mit Zusammenhängen, also wie zum Beispiel, wie kann ich also St. Pölten funktionabel machen, also Radwegsysteme oder wie kann ich, das sind ja keine Objekte, nicht wahr, sondern das sind also eine andere Form der Funktion, die da das Thema werden. Also ich würde jetzt mal vielleicht, ich sehe schon, dass sich das Chat füllt mit Fragen. Also ich weiß es nicht, könnten wir, lieber Herr Kollege, vielleicht könnten wir eigentlich anfangen zu diskutieren oder wollen Sie vielleicht noch eine Frage stellen? Also ich, auf jeden Fall mal vielen Dank für diesen Impuls. Beeindruckende Tour de Force, sage ich mal, durch die Kunstgeschichte und Designgeschichte. Und spannend, wie Sie diesen Spannungsbogen auch aufgebaut haben, wie diese beiden Sphären zueinander stehen. Es gibt schon einige Fragen im Chat. Vielleicht fange ich auch wirklich mit Fragen im Chat an, weil die eine hat einen aktuellen Bezug. Und Sie haben es auch schon kurz angesprochen. Da geht es eben um die Frage, ob Kunst ein verfechtbares Kulturgut ist. Das ist ja das, was man jetzt gerade sieht. Ja. Die Staatssekretärin wurde ausgewechselt, sage ich mal, in Zeiten von Corona. Ja. Also aus Sicht der Gesellschaft, aber auch der Politik. Wie stehen Sie dazu? Also in Zeiten der Krise, Sie haben es auch gesagt, muss man sich mal ums Essen kümmern. Ja. Aber ist das wirklich was, wofür die Gesellschaft eigentlich kämpfen sollte? Ist das ein verfechtbares Kulturgut, die Kunst? Das ist die Frage. Also ich würde mal sagen, dass es für Österreich auf jeden Fall der Fall ist. Also das handelt sich jetzt um ein Land, das sich selber als Kulturnation deklariert und das eigentlich auch als wirtschaftliche Güter lukriert durch seine Kultur. Also für Österreich gilt es auf jeden Fall, das war ja genau der Punkt, also wo dann der Aufschrei kam, so ungefähr, wie kann eine Kulturnation wie Österreich seine Museen jetzt einfach mal zusperren bis 1. Juli, nur weil man nur mit den eigenen Leuten rechnen könnte und das lohnt sich dann nicht, die aufzusperren. Also das war natürlich dann eine unglaubliche Typierung der eigenen Bevölkerung und sagt, Entschuldigung, also das ist mein Museum und das ist mein Inhalt dieses Museums und ohne den will ich eigentlich nicht existieren. Also was ist das ja nicht nur für die Touristen da, sondern für uns. Also da hat man dann schon angefangen, das wirklich zu verfechten. Weil es ist natürlich schon so, das muss ich auch ganz klar sagen, obwohl ich das so stark gemacht habe, diesen Punkt, dass die Kunst zwecklos ist, sinnlos, Unsinn produzierend, sinnvernichtend, und wie sagt man, extrem subjektivierend, ist die Kunst ein wirtschaftlich bedeutender Faktor weltweit. Also und zwar jetzt nicht nur jetzt in Österreich mit seinen Museen und seiner nun stattlichen Geschichte, denken Sie an das Barock oder denken Sie an Franz Jäckel oder denken Sie an Klimt. Ja? Der Kuss ernährt mehr oder weniger das ganze Belvedere. Also da denke ich schon, dass die Kunst sich als solches verfechtbares Kulturgut halten wird. Und zwar auch deswegen, weil es gekoppelt ist mit Werten. Also es ist nämlich wahnsinnig interessant, weil Sie sehen, dass also wirtschaftliche Systeme durchaus in der Lage sind, extrem stark subjektivierte Güter wie Kunst mit einem Wertindex zu versehen. Also dass zum Beispiel eben also die goldene Adele von Chile halt also, was ich, 2 oder 3 Millionen gebracht hat. Also, oder vielleicht noch viel mehr. Ich bin jetzt, glaube ich, ganz verkehrt in meiner Einschätzung, möglich 12 oder so. Aber Sie sehen schon, wie das jetzt spekulativ wird, aber es ist so spekulativ, weil das, was mit diesen Kunstwerken verbunden ist, das ist das, was uns eigentlich als Menschen so sehr ausmacht und wir empfinden es. Es ist unsere Freiheit, es sind wir als Menschen, es sind wir als denkende, empfindende, imaginierende, fantasievolle Leute und wir wollen nicht nur funktionieren in dieser Welt. Das heißt, deswegen hat eben diese Kunst diesen Wert. Nicht wahr? Das ist ganz, ganz wichtig, weil sozusagen damit wird immer wieder versucht, also so etwas, einen Raum der Freiheit herzustellen. Und solange das so funktioniert, also auch mit der Kunst verknüpften Wertschöpfung, ist noch nicht aller Tage Abend. Ja, ich denke, das sieht man auch bei dem Brand in Notre Dame zum Beispiel. Sie haben ja auch gesagt, dass das so eine Spitze ist, wo sich die Kunst sammelt, in Kathedralen, in Kirchen.
was das eigentlich für eine Erschütterung, sage ich mal, in der Nation ausgelöst hat, über die Grenzen der Nation hinaus. Ja? Ja, das war ungeheuerlich. Also die Leute standen ja da und weinten. Also sagen, sie waren so identifiziert, wobei es jetzt in diesem Fall ist es natürlich genau das gewesen, was ich jetzt auch zu Beginn versucht habe zu adressieren, dass sich Kunst und Kult auch dann noch so vereint haben. Ja? Mhm. Also das, also ich meine, alleine der Satz Notre Dame brennt, ja, fährt einen ja sowas von in die Glieder. Und sie haben ja gesehen, also ich weiß nicht, was da im Hintergrund passiert ist in der gleichen Zeit in Äthiopien, sind die Leute verhungert und ich weiß nicht, wer es war, irgendein amerikanischer Magnat hat, also weiß ich, eine Milliarde hingelegt für Notre Dame. Also das seht ihr, wie symbolisch diese Dinge sind, wie wichtig sie sind. Niemand kann heute mehr Notre Dame machen. Also das ist eine Art von, wie sagt man, identifikatorisches Moment auch. Also weil ich gesagt hatte, die Kunst ist auch sehr, sehr wichtig in Bezug auf das, was menschliche Geschichte ist. Also welches Verhältnis haben wir zur Geschichte? Wie sehen wir sie? Und da sehen wir, okay, also zum Beispiel im Naturhistorischen Museum die Venus von Willendorf, also 30.000 Jahre altes Ding. Sehen wir, oh, die Leute haben auch solche schönen Sachen gemacht. Also Menschen sind immer solche Menschen gewesen wie wir. Das zu erkennen über Kunst ist wahnsinnig wichtig. Ja, es ist eigentlich egal, ob sie schon irgendwie ein Auto hatten oder nicht. Aber sie hatten die Kunst. Das ist irgendwie ganz toll. Sie hatten kein Auto, deswegen sagen wir nicht auch diese Idioten, diese Urmenschen, diese Bescheuerten oder so. Sie hatten die Kunst. Das heißt, sie waren eigentlich Menschen. Daran sieht man es. Also ich glaube, das kann man schon irgendwie klar machen, was da so der Punkt ist. Sehr gut. Ich möchte mal auf die Zwecklosigkeit. Sie haben ja auch das ein bisschen schon eingeschränkt, aber wenn wir mal sagen, Kunst zeichnet sich jetzt, um das zu positionieren gegenüber dem Design, eben durch eine Zwecklosigkeit aus. Da ist die Frage, wie schaut es mit den Künstlerinnen dahinter aus? Wenn diese einen Zweck verfolgen, kann ja nicht die Kunst zwecklos sein, wenn der Mensch sozusagen, der die Kunst schafft, aber wirklich einen Zweck verfolgt. Das ist eine der Fragen. Ja gut, aber der Kunst, aber dieser Zweck ist zum Beispiel die eigene Karriere oder sich davon zu ernähren oder einen Wettbewerb zu gewinnen oder sowas. Das sind aber eigentlich also stricto sensu kunstexterne Kriterien. Also die betreffen die Art und Weise, was ich damit mache. Also mit Kunst kann man ja alles Mögliche machen. Man kann es verbrennen, man kann es sammeln, man kann es aufheben, man kann es übermalen, man kann es hassen, man kann es lieben, man kann es nein, was. Aber die Kunst selber ist eigentlich von diesen ganzen Zwecken mehr oder weniger unberührt, nicht wahr? Also das ist, also ich meine, es gibt natürlich schon so von Ulrich, wie heißt er denn? Heißt er mit Namen, Vornamen und Nachnamen, Ulrich? Also dieses Staatskunst-Pamphlet, das jetzt die Leute total erschüttert hat, also wo er dann schreibt, aha, naja, genau. Also was hängt eigentlich im Büro von Angela Merkel? Also was hing eigentlich im Büro der ganzen Bundeskanzler oder so, Staatskünstler natürlich. Also von wegen kein Zweck oder sowas. Ja, von wegen, also ganz wichtiges Zweck der Kunst, also wenn wir jetzt schon mal hier einen überhaupt ließen, ist eine der, also wie sagt man, Nutzungen von Kunst, also durch Rezipienten. Und das ist die Frage nach dem Prestige, also weil Kunst ist ja extrem prestigeträchtig. Ja? Also das heißt, wenn ich mir leisten kann, mir einen Jeff Koons zu kaufen oder so, dann würden sie eine andere Meinung von mir haben. Ja? Also wenn ich jetzt hinter mir nicht meine eigenen Werke ihnen zeigen würde, sondern Koons und Matthew Barney und ich weiß nicht was, riesige Wally Export oder sowas, ja, würden sie echt Augen machen, oder? Dann müssen sie doch zugeben. Also man kann eigentlich sozusagen so etwas wie Prestige sammeln und auch lustigerweise zum Beispiel kann man mit Renate Bertelmann nach 30 Jahren, nachdem man fand, dass sie eine unmögliche Künstlerin ist, auch Prestige sammeln. Also das sind immer so wahnsinnig interessante Bewegungen, wo man dann schon sieht, es ist schwer zu berechnen. Je verrückter, das ist natürlich, das gilt natürlich jetzt auch für die moderne Kunst eher. Ich war die Kunst war ja die längste Zeit ihres Existierens, also auch im Schatten der Religion, sehr, sehr konstant, sage ich mal, in den Genres. Was hat es denn gegeben? Malerei, Bildhauerei, Grafik und das war es dann schon mehr oder weniger. Fällt dir noch was ein? Die Zeichnung. Und so,
Ja, und jetzt gibt es Medienkunst und Installationen und wie weiß ich was und Interventionen und keine Ahnung, was für Statements. Also sie können auch irgendwie, was weiß ich, explodieren lassen und sagen, das war jetzt Kunst oder so. Also Performance-Kunst ist ja irrsinnig ausgeufert, was das alles sein kann, Performance-Kunst. Aber da sehen Sie schon, also wie die Kunst so proliferiert an ihren Rändern, sich andauernd irgendwie der Definition entzieht. Genau. Ja, vielleicht im Anschluss, vielleicht passt das ganz gut dazu, Freiheit der Kunst. Ja. Wie frei darf Kunst sein? Ja, die darf ganz frei sein. Total frei sein darf sie. Ja, wobei, also auch diese Freiheit wird verhandelt andauernd. Also die ist auch, also wenn Sie zum Beispiel sich überlegen, dass also Bruce, der jetzt, also ich weiß nicht, den Staatspreis natürlich bekommen hat, also in einem etwas fortgeschrittenen Alter, erstmal in den Knast gekommen ist für die sogenannte Uniferkelei, dann sehen Sie auch, also wie sich sogar Gesetze ändern, also durch Kunstpraxis. Das heißt, also da war das irgendwie Erregung öffentlichen Ärgernisses, und zwar eines derartigen Ärgernisses, weil das war nun einfach den Leuten wirklich zu viel, und da mussten sie das Land verlassen. Und dann später hat man gesehen, dass es eigentlich eine Aktion war, die schon mit den richtigen Mitteln die also Enge der österreichischen Nachkriegsgesellschaft thematisiert hat. Also dafür würde man heute niemanden mehr in den Knast tun. Also wo die Leute heute Probleme bekommen, ist, wenn sie interessanterweise nicht sexuelle oder irgendwie, also ich weiß nicht, ob noch jemand in den Knast kommen würde, wenn er auf einem Unikatheter defezieren würde, wie das Bruce getan hatte, wahrscheinlich nicht. Aber er würde vielleicht in den Knast kommen, wenn er eine Religion beleidigt. Also wie man auch gesehen hat an den Karikaturenstreiten mit Mohammed. Karikaturen. Also es ist auch interessant, also wie sich sozusagen die Irritabilität einer Gesellschaft verschiebt. Also erst war sie sozusagen in allen Ebenen des Sexuellen total irritabel, also man durfte überhaupt nichts zeigen und gar nicht. Und jetzt ist sie irritabel, also das ist jetzt also überhaupt kein Problem mehr. Und jetzt ist sie super irritabel in Bezug auf religiöse Dinge. Und da gibt es halt dann einen Clash. Nicht wahr? Wenn ich sage, entschuldige, deine Kunst beleidigt mein religiöses Gefühl, dann muss ich diese Person erklären oder ich kann einen Richter finden, der das dann irgendwie ausdiskutiert oder so. Aber natürlich darf die Kunst jetzt so frei sein, wie sie nur irgendwie ist. Aber wenn sie anfängt, also die Rechte oder die Gefühle oder die Besitzrechte oder sonst irgendwas von anderen Leuten, also schwerst zu beeinträchtigen, dann muss man diskutieren. Ja. Vielleicht noch eine Frage zur Kunst, bevor wir wieder auf den Zusammenhang zwischen Kunst und Design kommen mit den letzten Fragen. Ist die Aufgabe der Kunst, die Wahrheit zu kritisieren? Die steht jetzt nicht im Chat, das ist jetzt eine Frage von mir. Okay. Ich habe auch geschrieben von diesem Konterkarieren, also teilweise konterkariert die Kunst. Wie ist der Zusammenhang zwischen Kunst und Wahrheit oder Wirklichkeit? Also es ist ja auch so, dass also die Sinnproduktion, sage ich mal, in der gesellschaftlichen Oberfläche ist ja enorm groß. Also das ist ja auch so, dass es keinen Bereich gibt, der nicht reguliert wäre. Sozusagen die öffentliche, das öffentliche Leben, also sozusagen wie man in die Straßenbahn einsteigt und wie man die Steuer macht und wie man irgendwie einen Brief frankiert und wie man irgendwie Leute anstellt oder so, das ist ja alles super, super, super durchgetaktet. Das heißt, es sieht so aus, es gäbe eine Welt, die aus einer Sinnarchitektur besteht, die nur aus Verordnungen, Gesetzen und Regeln komponiert ist. Und da, also wie man auch zum Beispiel wirklich sehr gut sehen kann an dieser Geschichte mit der Uniferkelei da von den Aktionisten, den Wiener Aktionisten, kann die Kunst schon mal sagen, also sage mal, spinnt ihr eigentlich? Also wieso macht ihr das so? Es gibt es eigentlich, macht doch eigentlich keinen Sinn. Oder ich zeige euch jetzt mal eine Seite an dieser Sache, die habt ihr eigentlich noch gar nicht gesehen. Und dann sagt man erst, ach, das ist ja ungeheuerlich, also das will ich ja überhaupt nicht sehen. Und plötzlich sagen aber drei, du, ich sehe da aber jetzt auch plötzlich was oder so. Also es ist auch die Kunst ist auch ein Zeigesystem und die Kunst kann etwas ganz gut machen. Die Kunst kann sehr gut Aufmerksamkeit steuern.
Also dafür hat sie sozusagen diese Zeigesysteme, also die Galerie, das Museum und was weiß ich, was für Showcases überall. Also es ist eigentlich ein Zeigesystem. Ich sage immer, ich zeige dir was, schau mal her, kannst du damit auch was anfangen. Und das, glaube ich, hat schon eine wichtige kritische Funktion auch. Also hat immer wieder auch eine wichtige kritische Funktion. Das ist eine sehr gute Überleitung jetzt zu diesem Fragenblock. Ein Kollege hat geschrieben, Design und Kunst sind Geschwister, die sich oft nicht gut verstehen. Soll das so bleiben oder was würden Sie vorschlagen? Also das gefällt mir sehr gut. Vielen, vielen Dank, Stefan. Das gefällt mir sehr gut. Ja, Sie sind irgendwie Geschwister, das stimmt. Wobei das Design das jüngere Kind Geschwisterlein ist. Und da kann auch die Kunst auch dann mal ein bisschen ganz großzügig sein. Ältere Geschwister haben ja irgendwie geduldig zu sein und auch beschützend. Sie verstehen sich oft nicht so gut, weil die Kunst, also in dieser Funktion, die wir gerade eben, ich und ich, nochmal thematisiert haben, also aus dieser so einem aus diesem Freiheits- und Subjektivitätspunkt, also würde die Kunst natürlich immer diese Kritik auch irgendwie artikulieren gegenüber Design oder so und sagen, über das Design oder so, ja, also lass doch mal was irgendwie total daneben gehen, meine Güte, lass es doch mal endlich so schier bleiben, wie es schon immer war. Also ich mache so Witze, ja, aber also das ist, glaube ich, das kann sehr, sehr anregend sein für das Design, sich mit der Kunst zu beschäftigen. Dieses Gefühl habe ich. Und übrigens andersrum auch, wie man gesehen hat, also im Fall von Macintosh, auf jeden Fall, also ich glaube, das Macintosh-Design, also vor allem die späten, sehr geometrischen Designs, wahnsinnig wichtig, sind heute noch Kultgegenstände, weil sie sozusagen so eine moderne, die er wirklich erfunden hat und gesetzt hat, aber als Designer gesetzt hat und sie wurde so wahnsinnig, ich sag mal fast erotisch wahrgenommen von den Künstlern. Ja, und die wollten eigentlich dann auch sowas, so eine Wirkung erzielen. Also mit ihren sozusagen Nicht-Designzwecken unterworfenen Werken. Und der zweite Teil, brauchen die beiden Disziplinen diese Spannung, um sich zu legitimieren, oder gibt es eine produktive Form der Verbindung zwischen Design und Kunst? Also ich würde mal sagen, also wie alle diese Disziplinen, die tatsächlich sich so diesen verschiedenen Polen annähern, wie zum Beispiel Subjektivität oder Objektivität, wird diese Spannung bleiben. Also die wird einfach bleiben, weil das hat mit dieser Geschichte etwas zu tun. Es hat mit dieser Art von Zusammenhang zu tun. Also es gibt natürlich viele Künstler, die auch mit industriellen Mitteln ihre Arbeiten machen. Also fast alle großen Plastiker arbeiten mit großen Firmen, entweder in China oder sonst wo, also die ihnen die Skulpturen machen. Also, aber sie machen ihnen Skulpturen. Also sie machen ihnen keine funktionalen Gegenstände. Nicht wahr? Und also es wird diese Spannung bleiben. Sehe ich so. Und ich glaube aber, dass diese Spannung produktiv ist. Spannung ist immer produktiv. Schauen Sie, das ist genauso wie man immer sagt, naja, diese Kunst und diese Kunsttheorie. Also muss denn die Kunsttheorie andauernd diesen Senf zu dieser Kunst dazugeben, damit man sie versteht. Also die Leute werden manchmal wahnsinnig aggressiv, weil so viel geredet wird zur Kunst. Also warum kann man denn die Kunst nicht einfach verstehen? Und ich sage dann immer, lass doch. Also die Kunst bleibt die Kunst und die Kunsttheorie bleibt die Sprache. Und die Sprache und das Bild oder die visuelle Kommunikation und die Sprache, die sind auch nicht identisch und reiben sich auch so produktiv aneinander. Also das Nicht-Identische ist eigentlich gut. Oder wie Hölderlin gesagt hat, Unterschiedenes ist gut. Also wo ein Unterschied ist, darf er ja auch ruhig bleiben. Dieser Unterschied, der ist existent. Und der ist produktiv. Also so sehe ich das eigentlich. Also ich bin eigentlich, ich würde schon für diese Fortsetzung dieser Ehe plädieren, aber eben mit dieser Ambivalenz, die sie dann als Hassliebe oder sowas. Ehe oder Geschwisterschaft, wie man sagt. Oder was ja, genau. Also schon was Nahes, nicht wahr? Schon irgendwie Richtung Familie geht das Ganze. Jetzt. Was mich jetzt auch interessiert, und ein bisschen sind wir da ja auch schon in Kontakt gekommen, wenn wir jetzt noch, wie Sie es ausgelegt haben oder wie Sie es sozusagen erklärt haben am Anfang, diese Nutzenorientierung und diese
Objektorientierung des Designs und der Gestaltung. Und alles wird gestaltet, alles wird designt heutzutage. Führt ja oft dazu, dass die Lösungen, die dort rauskommen, ja vielleicht nicht unbedingt, sage ich mal, die innovativsten oder die besten sind. Also ich komme ja eher aus dieser Ecke, ich komme ja eher aus, sage ich mal, diesem Bereich. Und was mich persönlich auch sehr stark interessiert, ob man da von künstlerischen Einflüssen profitieren könnte, im Sinne dessen, dass man den Designprozess, sage ich mal, ein bisschen aus der Bahn wirft, bewusst aus der Bahn wirft, um auch zu anderen Lösungen zu kommen. Das ist doch etwas, was momentan noch wenig passiert. Also Sie haben es ja gut beschrieben, wie das eigentlich funktioniert. Und das vom Baby bis, sage ich mal, über die Küche bis zur Gesellschaft eigentlich alles gestaltet. Und Design ist mit diesem Nutzenfokus, mit dieser Nutzenorientierung, mit dieser Objektivierung und die Kunst so als das wilde Geschwister daneben existiert, ja, und auch natürlich einen Marktwert hat, nur das zusammenzubringen, um zu sagen, ich komme aber in meinen Gestaltungsprozessen zu besseren Lösungen, weil ich mich sozusagen, jetzt mal mit meinen Worten, von der Kunst ein bisschen vom Weg abbringen lasse. Das fände ich einen ganz, ganz, sage ich mal, spannenden, aber auch einen neuen Zugang, der aber jetzt dringend notwendig wäre, meiner Meinung nach. Was denken Sie dazu? Ja, das finde ich eine ganz, ganz gute Idee. Also das, glaube ich, wäre sehr, sehr gut, also sich solcher, sag ich mal, Imaginations- und Produktionsformen anzunehmen. Also was macht eigentlich ein Künstler oder was macht ein Designer? Oder wo differieren auch beiderlei Verfahren oder Methodiken? Und wo können die sich gegenseitig befruchten? Weil es ist ja auch so, es ist ganz spannend und das ist natürlich auch ein technologisches Problem. Schauen Sie, wenn man jetzt heute die elektronische Musik anhört, ja, dann würden also verschiedene Leute sagen, die jetzt wieder irgendwie Vinylplatten auflegen, es ist blöd gelaufen. Das sagt zum Beispiel Jaron Lanier, das ist wirklich blöd gelaufen, weil das erste solche System, also das digitale Musik aufgezeichnet hat, das war so ein System, das konnte das und das und Verschiedenes konnte es nicht. Das heißt, das nachfolgende System hat die Fehler von dem ersten System irgendwie weitertransportiert. Das heißt, was man dann am Ende hatte, war eine Musik ohne Schatten. Es gibt keinen Klangschatten. Also das, was so eine Vinylplatte auszeichnet, deswegen mag man sie eigentlich dann auch immer wieder so gerne hören. Das ist ein anderes Hören gefragt. Das verloren gegangen ist und man hat sich irgendwie auch dann nicht mehr erinnert. Also wenn man jetzt Musik hört, weiß ich, das ist nicht die erste Frage, die man sich stellt, sagt, wo ist der Klangschatten oder so, ja? Weil man einfach den schon gar nicht mehr zu hören gewohnt ist. Das meine ich jetzt eben, wenn ich jetzt zum Beispiel soll irgendwie einen Sparschäler entwerfen, ein ganz toll für Alessi, ein Sparschäler, dann schaue ich mir die anderen Sparschäler alle an und dann mache ich da vielleicht ein bisschen neuen Griff dran oder so oder teste an 50 Leuten die Kartoffel schälen, wie sie dann am besten halten könnten oder so oder wie ihnen das Schälen von Kartoffeln größere Freude bereiten würde, weil der Kartoffelschäler so wahnsinnig nett aussieht oder so, oder wie könnte ich irgendwie die Lust bei den Leuten steigern, dass sie den Kartoffelschäler kaufen und so weiter. Aber ich würde wahrscheinlich an der Funktion überhaupt nichts ändern. Ich würde so ein Ding machen mit einem Loch und so eine Schneide dran und einen Griff und so. Aber es ist auch es könnte irgendwie was total anderes sein. Oder es könnte sogar sagen, hört endlich auf, Kartoffeln zu schälen, die Schale ist so gesund. Oder irgendwie sowas. Ich meine nur, es gibt so, also dass man nicht, also was, glaube ich, beim Design ganz oft passiert, dass man sagt, okay, das Ding hat bisher so ausgesehen, ja, und dann schaut es in allen Ewigkeiten schaut das Ding so aus. Also damit man es wiedererkennt und so. Also dass man dass die Designs oder die Gegenstandswelten fahren ja in unglaublich eingefahrenen Bahnen, in Wahrheit, ja. Und die Gegenstandswelten, das muss man natürlich auch sagen, also dass wir sozusagen in dieser Inkulturation leben, also hochgradig, also die uns ja auch deprimiert, nicht wahr? Also Freud hat ja auch gemeint, es gibt ja, also es ist dieses Unbehagen, dass wir nicht wild sind, das muss man ja uns jeden Tag irgendwie abnehmen. Also dadurch, dass man sagt, du, ist nicht so schlimm, dass du in dieser Wohnung wohnst, weil schau, wie schön das ist, schau, ist doch so nett oder so, das schaut doch so gut aus, der Vorhang, oder kannst du so wunderbar sagen, ich will aber Bäume, ich will einen Wald oder so. Also dass durch dieses Design, diese Gegenstandswelten ja auch diese Natur andauernd entfernt wird von einem. Ja? Also dadurch, dass sich das so schließt, dass diese Gegenstände alle so toll funktionieren, also von der Safe-Tür bis zum Feuerzeug oder sowas, dass die Gegenstände einen alle so anschreien, nutze mich.
Also das ist zwar ein Designideal möglicherweise, aber es ist eigentlich nicht gesagt, dass es die Depression tatsächlich auf die Dauer vermindert, sondern kann es auch erhöhen. Das heißt, warum sind die Leute so vergnügt, wenn sie Kunst sehen ab und zu mal? Ja? Oder so, das war so toll, wow, das hat mir gefallen oder so. Ja? Weil da eben dieses, also weil eigentlich, wie soll ich sagen, also dieses zugestellt werden von einer, von diesem Gestell, Weltgestell, also diesem ganzen Zeug, was irgendwas kann, plötzlich aufhört. Und das ist dann auch eigentlich ein Segen, nicht wahr? Und deswegen glaube ich, was Sie gesagt haben, wäre doch so toll, wenn man in dem Design sozusagen diese ganzen Glitch einfach mal einbaut. Dass man sagt, na, es tut mir leid, ich habe jetzt ein wahnsinnig tolles Ding designt, es funktioniert einfach überhaupt nicht. Oder so. Sie sehen ja, dass die Kunst, die macht andauernd solche Werke. Andauernd. Die Kunst erlaubt sich andauernd, Werke zu machen, die eigentlich parodieren Gegenstände, die mal eine Funktion hatten, aber wir haben keine mehr. Und dann sagt man, ach, das ist jetzt aber lustig oder so. Ja, das gefällt mir jetzt. Oder so, wie der Spörri irgendwie das macht. Oder so, ganz montiert einfach alle Sorten Teppichklopfer irgendwie auf ein Brett. Das ist ein Kunstwerk oder so. Ja. Okay, danke. Eine Frage gibt es noch im Chat, die habe ich ans Ende gestellt, fast ans Ende würde ich sagen, als Resümee von Ihrer Seite, Kunst und Design, mehr Hass oder mehr Liebe? Ja, was ist es das? Naja, weiß ich nicht, ich glaube, es ist schon ziemlich ausgeglichen. Genauso viel Hass wie Liebe, weil, also das klingt jetzt so arg, also ich hätte es so gar nicht Hassliebe nennen sollen, weil ich wollte ihnen ja nicht mittags irgendwie so auf den Magen schlagen mit so einem schweren Wort, aber ich wollte damit eigentlich diese Dialektik ausdrücken, diese Ambivalenz und diese Dialektik. Und auch diese Möglichkeit, dass sie eben nicht identisch sind. Also dass das wichtig ist, dass sie nicht identisch sind, müssen sich das überlegen. Sie sind, das ist nicht dasselbe. Da kann diese Zitronenpresse noch so schön sein von Stark. Ja? Das ist kein Kunstwerk, wird auch nie eins. Ja? Wird in 100 Jahren nicht sein. Aber es ist schon sehr gut gemacht, oder? Das muss man schon sagen, weil es sieht komischerweise nicht aus wie eine Zitronenpresse und deswegen war es so erfolgreich. Weil es sieht aus wie ein Viech oder es sieht aus wie eine Maschine oder ein Alien oder sowas oder ein Raumschiff oder irgendwie so. So. Also das heißt, man geht durch die Küche und denkt, wow, also ein Alien gelandet oder so, aber es ist eigentlich, das sagst du, nein, Zitronenpresse. Und das ist eigentlich das, man will ja viel lieber erschreckt werden in der Küche als beruhigt. Also man will eigentlich, in seinem Sein, worauf ja die Kunst spezialisiert ist, intensiv werden. Ja? Und nicht irgendwie so, es sind ja auch so schreckliche Worte, die das nochmal so umschreiben würden, was man da so ablehnen könnte jetzt am Design, dass man die Leute dort abholt, wo sie sind. Irgendwie so diese, diese Annehmlichkeitsmaschinerie. Müssen wir mal vorstellen, dass wir vor 20 Jahren hat es irgendwie medientheoretische Ideen gegeben und Argumente, wo man sich vorgestellt hat, dass in 20 Leuten, die 20 Jahren oder 30 Jahren, vielleicht auch 50 oder sowas, die Leute keine Füße mehr haben, weil die einfach weggehen, evolutionär, weil die Leute alle fahren oder so. Sowas hat man sich da mal vorgestellt, das ist irgendwie toll. Wir schauen immer noch so aus wie die Neandertaler mehr oder weniger oder auf jeden Fall wie ein Cro-Magnon. Immer noch, genauso. Nur unsere Gegenstände ändern sich. Also das, darüber darf ja nun wirklich mal nachgedacht werden. Vielen Dank. Das Schlusswort in seinem Sein intensiv werden, dadurch, dass ich sozusagen die Kunst in die Küche bringe zum Beispiel, das finde ich einen tollen Satz. Ich denke jetzt auch schon dran, ob man unser Studium nicht Management by Design and Art nennen sollte. Ja, das finde ich gut. Also diesen Gedanken verfolge ich weiter. Vielen herzlichen Dank für diese spannende Lecture. Im Namen aller Teilnehmenden, die jetzt gar nicht, sage ich mal, ihre Stimme äußern können, hat mich wirklich gefreut. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Ich hoffe, dass sich die beiden Universitäten, sage ich mal, vielleicht auch in Zukunft noch intensiver austauschen werden. Also auf jeden Fall ein sehr toller erster, sage ich mal, Einstieg in diese Richtung. Ja. Mir bleibt noch anzukündigen, dass nächste Woche am 4. Juni die nächste Landstimm-Lecture stattfindet von der Frau Federica Fragapane.
im Bereich Informationsdesign. Nähere Informationen kommen dann in bewährter Weise. Auf Einladung von meinem Kollegen Enrico Bravi wird sie nächste Woche sprechen. Nochmal der Hinweis, Sie können diese Lunchtime-Lecture nachhören. Die wird in Kürze auf der Webseite der NDU zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, Frau von Samsonow. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Ihnen und auf Wiedersehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Wiedersehen.